Was? Was ist los? Palle. Oh. Was denn? Du bist jetzt nicht extra zu mir geflogen, oder? Nein. Nein? Nein? Aber ich hab was unheimlich Dummes getan, aber dabei was eigentlich Gutes. Was geht? Herzlich willkommen hier von der Jorge Fanbase. Ich bin's, euer Winzeit, der größte Jorge-Fan überhaupt. Ihr seht's an meinem T-Shirt. Und ja, ich habe noch ein kleines... Wieso hast du denn versucht, in der letzten Folge mich umzubringen, du Arsch? Also, Moment. Das hast du völlig fehlinterpretiert. Ja, ich glaub das nicht. Ich glaub, du bist ein Doofmann. Glaubst du das? Ich glaub find schon, ich jetzt ja. Find ich persönlich ein bisschen gemein, dass du mich so betitelst. Aber wenn du das halt als richtigen... Also, ne, also, keine Ahnung. Finde ich jetzt persönlich nicht so gut. Den möchtest du nicht auch auf den Server. Ich habe mich außerdem gemutet. Ich wollte nicht. Oh, kannst du nochmal erzählen, was du gerade gesagt hast? Ich wollte gerade sagen, Felix, du bist noch gar nicht auf dem Server. Ja, weil ich noch im Menü bin. Okay. Ja, er hat einfach keinen Bock auf uns, weißt du? Ich hab keinen Bock auf euch, weißt du? Ich bin euch spielen, das ist nicht so mein Ding. Das ist voll aber gemein. Leute, wie ist denn das Wetter eigentlich so bei euch? Ist super geil, Alter. Ist richtig geil. Ich meine, in Minecraft. Ach so. Ja, ich sehe das. Ich sehe halt nicht so viel, ne? Also, bei mir ist Wetter mehr so bewölkt, würde ich sagen. Nee. Was sagst du, Palle? Es ist dunkel, auf jeden Fall. Und ich frag mich immer noch, ob ihr nicht irgendwann mal... Es ist dunkel bei dir? Bist du unter der Erde? Bist du unter der Erde? Ich weiß es nicht. War eigentlich ein Sonnenschein oder nicht? Warte, ich guck schnell. Also das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Warte. Weißt du, Felix, weißt du, was das für ein dummer Schachzug von dir war? Was? Jetzt hier auszusitzen, verstehst du, jetzt auszusitzen, bis ich aus der Erde rauskomme? Wieso? Als würdest du dir extra Zeit im Menü lassen, um zu warten, dass ich mich aus diesem scheiß Boden verbuddel. Hä? Komm doch raus, du! Ja, ist wieder Tag? Es ist wieder Tag, ja. Achso. Oder es ist noch dunkel und es sind ganz viele Monster da und Revi traut sich nicht rauszukommen. Hä, wieso komme ich denn hier? Leute, es gibt hier Explosionen und so. Ist das so? Nee, eigentlich nicht. Ah, es ist tatsächlich Tag! Felix, bist du dir bewusst, wie viel Zeit du mir gerade geschenkt hast? Du bist ein Opfer. Aha. Du bist ein Opfer. Okay. Ihr wisst ja gar nicht, was ich gemacht habe. Ihr wisst gar nicht, was ich gemacht habe. Das ist, finde ich, lustig. Hä, wieso, was hast du denn gemacht haben? Also ich könnt ihr ja gar nicht wissen. Ich habe halt leider so eine blöde Vorahnung und eventuell merke ich es ja gleich. Okay. Ihr seid einmal kleine Dummköpfe, seid's ja. Also wenn du es tatsächlich gemacht hast, müsste man diskutieren, ist das rechtens ja, nein, war nicht das, was ich gerade im Hinterkopf habe. Was glaubst du, ich es gemacht habe? Ich sag dir noch, ob ich es gemacht habe oder nicht. Nee, Felix, das wär zu obvious. Ich werde es dir sagen, eine Sekunde vorher. Eine Sekunde vorher? Ja. Alles klar. Ich wette, ich habe es nicht gemacht. Aber vielleicht? Bist du dir sicher? Ich weiß halt nicht, was du meinst, aber... Aber was meinst du denn, Felix? Sprich doch mit mir. Ich hab was ich sag's nicht. Meinst du denn, es war was Intelligentes oder eher nicht so? Es war sehr intelligent, weil es war erfolgreich. Wovon redet er denn? Hey, ich verstehe gar nicht, was ihr meint. Ich bin gar nicht richtig im Bild hier. Ich glaube, mein Zuschauer versteht's auch nicht. Ich muss mich kurz muten, um zu sagen, was ich gemacht habe. Glaube, ich weiß, was er gemacht hat. Was hat er? Sag's mir. Hört er uns? Stimmt, die Frage ist... Nee, er hat sich bestimmt komplett gemutet. Also ich ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, das weiß ich nicht, aber wenn er mein Netzportal zugebaut hat, müsste man diskutieren. Ach, du bist durch den Nether abgehauen? Ja, wahrscheinlich war das genau das, was er machen wollte. Das ist halt die Frage, wenn ich jetzt gleich getrappt bin, dann ist das halt so. Ja, dann hast du ein schönes Leben im Nether, ne? Ja. Ja, ich komme dann einfach nicht mehr aus dem Portal raus. Ja, ich habe einen richtigen Fehler begangen gerade. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber. Aber ich habe seins auch zugebaut. Okay. Aber den erhöht uns auch schon wieder, weißt du, das hat das Ding. Er hat sich nämlich im Teamspeak. Er ist ein kleiner Sneaky Motherfucker. er hat sich so auf einem Ohr, dass er uns hört, aber redet weiter mit seinen Zuschauern, weißt du? Felix, du bist gar nicht mal so intelligent, weißt du das? Weil bei Teamspeak kann man ja sehen. Oh, bei irgendjemandem klingelt das gerade an der Tür. Ja, bestimmt bei Dena. Oh, ich hab richtig Hunger. Was, im Real Life oder in Minecraft? Mein Handy hat gerade vibriert, ich hab mich richtig erschreckt. Ich dachte, es wird explodieren. Mann, dieser Psychodruck. Ich bin...
Ich werde es jetzt sehen, Freund. Ich werde jetzt sehen, ob ich auf seine Falle reingefallen bin oder nicht. Vielleicht hat Dena ja tatsächlich mal sein Gehirn benutzt. Es wär ein krasses Doppelspiel gewesen auf jeden Fall. Also das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo man definitiv mal applaudieren wo kann. Wo ist denn sein Netherportal überhaupt? Ja, das ist auch so eine Sache. Da bin ich ja nur durch Zufall drauf gekommen. Das ist auch so eine. Das ist auch richtig, richtig hohl von uns, dass wir uns eigentlich nicht über diese Dimension mal längst connected haben. Weißt du, was ich meine? Weil man da halt direkt. Wir sind doch alle wahrscheinlich so dumm. Ah, wir müssen für Clash auf jeden Fall für die zweite Staffel müssen wir einiges überdenken. Strategisch zumindest. Also tut mir leid, wer jetzt ein Netherportal direkt in die Base gesetzt hat, der ist ja selber blöd. Aber. Jo. Ich habe immer einen Backup-Plan, Freunde. Alles gut. Ich werde auf jeden Fall nicht draufgehen. Falls doch, dann. Ja. Well played. Möchtest du mal vielleicht wieder mit uns reden, oder? Oh, ich Dunker, ich wollte einfach gemutet. Ich wollte nicht mehr gemutet sein. Ich dachte schon, hey, warum redet ihr die ganze Zeit, ohne auf mich einzugehen? Ich wollte nicht gemutet sein. Es tut mir leid, ja? Mhm. Hast du denn irgendwas von Bedeutung gesagt, ausnahmsweise mal? Ich habe gesagt, zum Beispiel, dass ihr doof seid, dass ihr dumm seid. Ja. Dass alles halt eigentlich. Felix, ja. Du bist ein richtig schlechter Schauspieler, weißt du das? Du bist Wieso? Ein richtig schlechter Schauspieler. Dieses. Oh, ich darf man eigentlich Grabsteine sein? Abbauen? Ja, darf man, klar. Sonst bekommst du ja die Sachen gar nicht. Die sind ja, glaube ich, immer im Grabstein. Egal, auch wenn da einfach so einer rumsteht? Ja. Ach, bist du gerade auch bei denen an der Base? Oh, das ist ja nur ein Pfeil. Wo könnte denn bitte einfach so ein Grabstein rumstehen? Bei dir in der Base. Wenn da von einem Clash ist, ist es vielleicht blöd. Nicht von einem Clash, sondern von einem Trophy Battle. Falls sie es irgendwann mal nicht weggemacht haben. Nee, die sind ja resettet worden, die Sachen. Ja, aber schau mal, wenn da irgendwelche. Aber bei denen an der Base steht noch irgendwo ein Grabstein. Ja, also wenn die von irgendeinem normalen Tod sind, dann darfst du sie abbauen. Du darfst sie nur nicht abbauen und beziehungsweise musst die Items halt wegtun, wenn die von einem Trophy Battle. Alter, Schwede, ganz Köln schreit aber raus, wie die geisteskranke Meth Junkies rum, ne? Ist wie in LA hier, Alter. Heute war lustig, sagst du in Berlin, gestern Abend, sagst du zu Felix, ach Mann, ich find's, guck, und in Berlin gibt's nicht so Penner, und in dem Moment schreit so ein Penner rum, halt die Fresse mit deinem Gepiepse! Genau der scheiß Moment. Obdachloser. Also für mich war das kein Obdachloser, das war für mich ein Penner. Der, und dazu der, war diese besagte Person weiblich. Nein. War sie? Ich glaube ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Oh oh. Oh oh. Was? Ich wollte ein bisschen Stimmung machen. Ach so. Ich bin sehr nervös gerade. Genau. Jetzt hört doch mal auf, ganz ehrlich, Leute. Wisst ihr das? Also das mit dem Stimmungsmachen, ne? Ja, man muss auch mal ein bisschen gucken hier. Alter, oh, jetzt sehe ich das hier gerade. Oh, okay. Was? Ich habe nur ein bisschen geguckt. Mhm. Hier, warte mal, hier gucken. Bist du dir das sicher, dass du da nur so ein bisschen geguckt hast? Ja, ich habe nur ein bisschen um die Ecke gelinst. Aha. Och nein. Puh, was? Was denn? Was? Was ist los? Palle? Oh. Was denn? Du bist jetzt nicht extra zu mir geflogen, oder? Nein. Nein? Nein? Aber ich hab was unheimlich Dummes getan, aber dabei was eigentlich Gutes. Das wird mir jetzt erst richtig bewusst und jetzt muss ich mal hier ganz kurz. Okay. Was macht ihr gerade? Und dann ist der Verlust ja nicht so hoch. Okay. Wie sprecht ein Rätsel mit mir? Wie spreche ich in Rätsel? Einfach. Oh, ich sollte vielleicht. Nee, den will ich jetzt eigentlich auch nicht mitnehmen. Ich guck einfach mal. Ich war da noch nie. Ups. Zack. Zack. Okay. Ey Leute, ganz ehrlich, was spielen wir gerade für ein Spiel? Was ist hier los? Wir spielen Minecraft Clash. Das ja, ist aber was passiert hier gerade? Ich bin mir so hundertprozentig sicher, dass irgendwas gleich. Aua. Es wird gleich irgendwas krachen, wenn ich eine bestimmte Sache mache. Es wird gleich irgendwas krachen. Ich bin mir sicher, dass ich dann draufgehe. Wieso? Hast du Angst? Es gibt, vor deinem eigenen Haus? Felix, nö, ich mach das nicht. Brauchst gar nicht drauf. Nö. Was? Ich mach das nicht. Was machst du nicht? Nein. Weißt du, ich kann auch hier warten. Ich habe genug Essen dabei. Und ich einen auch. Helikopter. Hä? Es gibt genügend Möglichkeiten, dass ich befreit werde. So ist es nicht. Ich juck mich nicht so. Aber ich will es ja nicht langweilig gestalten jetzt, ne? Ich bin nicht der sich versteckt. Ich versteck mich nicht. Ich überleg grad taktisch, was das Klügste wäre. Er kämpft, weil er sich nicht traut. Hä? Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das Ding ist einfach, ich weiß halt, dass mindestens. Leute, hier ist gerade was ganz, ganz Blödes im Gange und ich weiß gar nicht, ob das richtig erlaubt ist. Was?
Hier was richtig Blödes. Was denn? Erzähl! Hä? Das funktioniert ja gar nichts. Hä? Du meinst, was du machst, ist nicht erlaubt? Nee, was hier gerade passiert und mir wird gerade ein bisschen schlecht. Hä? Als ob, Halle, bist du trapped? Hä? Oh? Alles gut. Also, alles gut. Ja, über was sprecht ihr? Nee, ist alles wieder gut. Ich muss schnell wieder zurück. Palle war gerade im Nether. War ich gar nicht! Der Nether-Effekt und sowas. War ich überhaupt nicht. Er war im Nether. Und was machst du, Revi? Ach, ich farm nur ein bisschen, du. Wieso farmt ihr nur? Ich farm doch überhaupt nicht. So. Du warst im Nether. Was macht man im Nether? Man versucht zu farmen. Oh. Es sei denn, man sucht einen Gegner. Ich glaube nicht, dass du das gemacht hast. Okay, dann müssen wir das einfach mal machen. No risk, no fun. Leute, Revi, wo ist denn dein Nether-Portal? Wie komme ich denn da hin? Ach, das. Warte mal, jetzt muss ich ja mal gucken, wo war denn das Ding? Hä? What the? Ach, da vorne. Oh, bin mir relativ sicher, dass genau das passiert ist, was ich gerade denke. Also lass mich das ganz kurz in meinem Kopf rekonstruieren, was passiert ist. Okay ja, erzähl. Pass auf. Palle ist gerade zu Dena hin. Dena wartet bei mir in der Base auf mich. Palle ist durch Denas Nether-Portal in den Nether, war kurz trapped, hat sich aber befreit und ist jetzt auf der Suche nach mir, um mich im Nether anzugreifen, während Dena in meiner Base wartet. Hä? Kannst du bitte die Vorgeschichte kurz erzählen? Ich habe es nicht richtig verstanden, weil ich gerade in Mitte war. Okay, Lena, alles klar. Ey, bitte erzähl mir doch was. Das Ding ist, ich bin jetzt einfach gebumst. Ich bin gebumst. Ich bin von zwei Seiten nicht getrappt. Nein. Jetzt komm schon, sei kein Frosch. Felix, ich weiß, dass du mein blödes Nether-Portal zugebaut hast. Ja, und? Ja, das heißt, wenn ich da rausgehe, bin ich getrappt, da wartest du und schießt mir ins Gesicht. Ups. Habe ich nicht. Hast du nicht? Nein! Aha, und Palle, hast du das gemacht? Vielleicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Oh, es wird wieder dunkel. Aber jetzt die ganze Zeit im Nether, oder wie? Ich? Ja. Nein. Das ist doch nicht dein Ernst, dass du die ganze Zeit im Nether chillst. Ja, das Ding ist halt, ich vertraue dir nicht, Felix. Du könntest jetzt schwören und ich würde dir nicht glauben. Ist alles voller Waypoints. Warum nicht? Was ist denn hier die Ohr? Ich brauche unbedingt. Oh, ich kann nicht sprinten. Warum denn? Es tut mir leid, Kuh. Würdest du es mir versichern, eidesstattlich, dass du mein Nether-Portal nicht zugebaut hast? Ich hab's nicht zugebaut, ganz sicher nicht, hundertprozentig. Hast du da eine Falle installiert, dass wenn ich rauskomme? Hab ich auch nicht gemacht. Hundertprozentig nicht. Felix, das geht jetzt über Freundschaft, ne? Du musst jetzt ehrlich sein. Ich bin ehrlich, ich schwöre. Er schwört. Na und glaub's mir doch. Wartest du denn davor, ja, ne? Ich warte nicht beim Nether-Portal. Huh? Sondern? In meiner Base. Warte, dass du aus deinem Loch rauskommst. Felix, als ob ich noch in meinem Loch bin. Als ob diese Geschichte noch irgendwer hier glaubt. Also tut mir leid, wenn du noch auf dem Stand bist, dann bist du einfach auf den Kopf gefallen. Dann bist du einfach wirklich auf den Kopf gefallen. Verkackte Scheiße, Mann. Ich will nicht mein Leben als erster wieder verlieren. Ich will nicht derjenige sein, der als erster drei Leben hat. Das will ich nicht. Haben wir ja alle. Du bist doch unser Dummkopf. Ich war so kurz davor, dich zu töten. So kurz in der letzten Folge. Ja, aber ich war genauso kurz davor, dich zu töten. Du hast mich kein einziges Mal gehittet, du Loser. Hä? Mir wurde jedes Mal angezeigt, dass ich dich gehittet habe. Ich habe kein Leben verloren. Guck meine Folge. Nichts habe ich verloren. Gar nichts. Ja, aber mir wurde echt mehrfach angezeigt, dass ich dich gehittet hätte. Wohingegen du richtig, richtig krass gelackt haben musst, dass du nicht gestorben bist. Wenn ich mir nicht so sicher bin. Freunde, vertragt euch. Gebt euch die Hand. Bauen wir jetzt hier ein Haus. Könnt mich. Ach, Herr Revin City. Zack. So. Müssen wir es doch. Alter, ach, dieses komm. Psychospiel macht mich verrückt, ne? No komm risk. Raus aus deinem Loch! No fun. Dena, wer ist denn noch in seinem Loch? Dein Loch, wo auch immer du bist. Aber spiel wieder. Ich muss die ganze Zeit das Psychospiel aufhalten und farmen die ganze Zeit. Und ich hatte das Gefühl, dass du immer auch wieder mitspielen sollst. Aber ich möchte jetzt nicht von mir aus das Spiel aufgeben. Was macht eigentlich Palle gerade, Leute? Schaut da mal beim. Oh, 15 Minuten, jetzt schon war ich rum. Na, wir sind noch gar nicht rum. Doch, wir sind jetzt schon bei 14:44. Huh?
Wie geht's hier eigentlich hin? Ah, da müssen wir mal überlegen, wie wir es machen, Leute. Also da wird auf jeden Fall noch irgendwie. Was denn? Hm? Hä? Nee, alles gut, okay. Palle, alles gut. Hm? No risk, no fun. Das ist. Was ist los, Revi? Ist das so, Palle? Nein. Revi, was ist los? Ja, ich mach jetzt. Schauen wir einfach mal gucken. Also die Leute haben mir gesagt, Pidizzle, du musst mehr riskieren. Und. Ja, dann machen wir. Würde ich sagen, ist das ein super Cut hier, oder? Hä? Also wir haben jetzt 15 Minuten, Leute, ne? Wir müssen jetzt auch aufhören. Wir haben es schon. Ja, wirklich jetzt. Okay. Deshalb, Meine lieben Jungs. Okay. Willkommen, mein lieben Jungs. Macht's gut. Tschüss. Alles klar, ich mute mich wieder auf Abschied. Okay, ich mute mich auch mal. Hoffentlich so. Ich hoffe, ich habe mich jetzt gemutet, falls nicht. Ja, meine Damen und Herren, falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Es bleibt weiterhin mehr als spannend. Hinter jeder Ecke könnte ein feindlicher Spieler sein oder ein feindlicher Helikopter oder feindliche Zombies. Leider war jetzt plötzlich Nacht, als ich wieder... War da ein Enderman? Nee. Also hier sieht eigentlich alles ganz gut aus. Und in diesem Sinne... Was ist da hinten? Ach, da sind nur... Nee, hier ist niemand. Okay. So, ich logge mich aus. Meine Damen und Herren, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und ansonsten schaut auch bei den anderen Spielern vorbei. Sind beide unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.